Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Warships. Mein Name ist Capborn, eure Kappe 1 aus der Pfalz. Und heute spielen wir, wie ihr schon sehen könnt, ein Spiel mit der Wyoming, dem Tier 4 Schlachtschiff der US Navy. Und die Wyoming ist, wie viele andere Schlachtschiffe in dem Tier, eigentlich sehr schwer zu spielen. Ja, die Wyoming hat zwar 6 Türme mit insgesamt 12 305 mm Geschütze in 6 Türme, wie wir sehen. 2 Türme Vorschiff, 2 Türme im Mittelschiff und 2 Türme Achtern. Und die Wyoming kann damit insgesamt 14,07 Kilometer schieße mit einer, muss man schon sagen, traurige und katastrophale Streuung von 201 Meter. Und macht damit Schade. Ja, mit der HE-Granate sind es 4200 Schade und mit der AP-Granate 8300 und ist damit dem direkte Konkurrent im japanischen Forschungsbaum der Miyuki weit hinten dran. Die Miyuki hat die größere Geschütze, nämlich 356 mm und macht damit auch weitaus mehr Schaden, muss man sagen. Ja, die schnellste ist sie nicht. Die Wyoming ist nur 20,9 Knoten schnell maximal, was so ungefähr 37,6 km/h sind. Also das könnt ihr auf der Wasseroberfläche fahren. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen schneller, wenn ihr nicht mehr horizontal fahrt, sondern vertikal. Also wenn er versenkt wird, da geht es abwärts wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. So, und ansonsten, was hat die Wyoming für Vorteile? Ja, gibt es an sich nicht viel zu sagen. Die Wyoming ist lediglich im Wendekreis der Miyuki voraus. Ja, und kann gefühlt, ja, nicht nur gefühlt, sie ist ein bisschen wendiger und besser manövrierbar als der direkte Konkurrent. Ja, ich will nicht weiter dumm schwätze. Nach dem Let's Play gibt es ein Infovideo über das Schlachtschiff Kneisenau, das erste deutsche in Dienst gestellte Schlachtschiff nach dem Ersten Weltkrieg. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Let's Play. Ja, nun geht's auch schon ins nächste Gemetzel. Wir spielen auf der Karte Neue Morgen den Spielmodus Herrschaft und wir haben im Team 4 Schlachtschiffe, 5 Kreuzer, 3 Zerstörer und der Gegner hat 3 Schlachtschiffe, 5 Kreuzer und 3 Zerstörer, hat aber, als hätte ich es geahnt, fährt die Kappe Elmo Schlachtschiff, dann hat der Gegner Träger. Ja, und Good Luck All natürlich muss immerhin. So, ich hab's geahnt, fährt die Kappe Elmo Schlachtschiff, die Wyoming. Dann hatte Gegner Träger, an mir natürlich Kenner. Ja. Gratuliere Kappe, hast du gut gemacht. So. Ja, ist schon mal schön, dass die Leute hier schreiben, wo sie hinfahren. Das ist schon mal nicht verkehrt. Da machen sich schon manche Gedanken drum, wie man also im Team hier zusammen spielen kann. Ja, schön, dann schreibe ich mal, wo ich hinfahre, nämlich noch C. Aber das haben wir schon vorher gewusst, gell, wo ich jetzt hinfahre, ja. Ich denke schon. Also, wer mich öfter sieht, der weiß, dass ich von hier aus immer, natürlich, wer fährt nicht gerne in das Süde? Ich fahre halt am liebsten dahin von hier aus, ja. Gut. So. Ja. Ich hoffe mal fürs Gameplay, dass der Kollege in der Zuhörer da nichts kann. Hoffe ich mal, sonst haben wir das Ding schon, verloren, bevor es angefangen hat. Ja. Wir sind hier mit der Wyoming mehr oder weniger machtlos gegen angreifende Flugzeugträger. Ich bitte hier das Team doch bitte dann, wenn wir Ziele haben, Fokus Feuer zu schießen. Und ja, ist nicht immer verkehrt, wenn man Gegner, die nur noch wenig Lebenspunkte haben, dann gemeinsam beschießt und umso früher rausnimmt. Weil es ist vollkommen egal, ob ein Gegenspieler noch alle Lebenspunkte hat oder nur noch 100, spielt keine Rolle. Solange der feuern kann, ist er genauso gefährlich wie der, der volle Lebenspunkte hat. Nur ein guter, wie haben die immer gesagt früher, nur ein toter Indianer, also guter Indianer, haben die früher gesagt in Amerika, ja. Ach so, dummer Spruch, oder? Ja. Geht eigentlich gar nicht, dass man sowas sieht. Naja.
So, was haben wir da schon? Schon wie geahnt, da kommen schon drei Staffeln von Torpedo Bomber und eine Staffel von Bomber fliegt da auf unser zwei Kreuzer zu. Die Omaha und die Murmansk. Und da haben wir eine Miyuki. Noch 90 Kilometer weg. Ja. Und da auf A streitet sich schon zwei Zerstörer um den Punkt. Eine Isokase und unsere Minikase. Ja, Punkt A sind Leute unterwegs, insgesamt vier Stück. Kreuzer, Zerstörer und zwei Schlachtschiffe. Und wir sind hier unterwegs in unsere Tod, glaube ich, mit. Wie schnell war es da, der gegnerische Trägerfahrer? Ne, sieht nicht so aus. So, Minikase, ne, Isokase. Können wir auf die schießen? Da ist es schon wieder verschwunden. Ach, so ne. Ja. So, ei, was denn da los? Da haben wir eine Isokase und hinter dran jede Menge Gegner. Oha, oha. So, Minikase. Ja, ist schon wieder weg. Da ist sie, da ist sie. Ja, der Gegner hat nur Isokase, dreimal Isokase im Spiel. Ja, da drüben, B ist unser Kollege schon gefallen. Ach, ja. Können die jetzt wunderbar mit ihrer Isokase können, kann er jetzt B einnehmen? Na, ist die. Und da haben wir St. Louis, die St. Louis steht, die steht fast. Ja, das ist immer ein Fehler, wenn man das macht. Da sind wir noch 13,4 Kilometer weg. Wir können schießen, meine Reichweite von 14, Gedöns Kilometer. So. So, dann fahren wir mal Feuer an auf die St. Louis. Wenn man so Fehler macht und steht, muss ja bestraft werden. Jetzt ist er losgefahren. Hat er schon über ein Drittel von den Lebenspunkten eingebüßt. Aber habt ihr gesehen, wie kompakt dort die Salve komme von der St. Louis? Das ist ein gefährliches Schiff. Sollte man die Möglichkeit gleich rausnehmen. Oh, was haben wir gegen die Insel geschossen? So, da haben wir als Zitadelle-Treffer gelandet auf die St. Louis. Und nochmal schöner Treffer. Und er ist auch schon rausgelommen von dem Zyklone. Wunderbar. So, haben wir schon mal einer Gegner doch versenkt. Haben Gleichstand. So, die Tenrio. Macht's auch nicht besser. Fällt einfach nur geradaus. So. Nochmal. Schöner Treffer auf die Tenrio gelandet. Ja, so darf man halt nicht fahren, Leute. Das ist so. Wieder Fokusfeuer auf die Tenrio angefordert. Die hier wieder. Also. Ja, man hat auf die Entfernung von 11, 12, 13, 14 Kilometer hat man einfach mit der Wyoming da, weiß nicht, trifft man nicht oft was. So, und auch die Tenrio ist jetzt fast ganz runtergeschossen, hat nur noch 3700 HP. Die darfst du nicht mehr lang behalten. Sollte man sie doch rausnehmen, oder? Oder? Nee, langt nicht. Vorbei. Fordern wir nochmal Feuer an auf die Tenrio. Wir müssen da draußen, dann können wir dann vielleicht Kollege. Anstatt dass er sich jetzt hier aus dem Gemetzel rauszieht mit seinem bisschen HP, wo er hat. Nein, dreht er wieder um. Ja, er hoppt dann. Wenn er meint, dass das so funktioniert, dann kann er da so weitermachen. So, dann hat sie noch 1100, die Tenrio. Jawohl, und dann haben wir sie versenkt. Kappa 1 hat der Abschuss. So, dann kriegen wir schon Feuer von der zweiten Tenrio, die Gegner hat. Und da brennen wir. Reparieren wir sofort und löschen es damit. So, Tenrio. Da haben wir gepennt, da hinten steht der Omaha. Die ist sowieso schon ziemlich low, da hinten ist der Omaha. Die hat ihr Schiff auf. Der Fahrer hat das Schiff auf Grund gesetzt, da ist natürlich richtig dumm. Ja, sollte man nicht machen, vor allem nicht, wenn man sich aktuell im Gefecht befindet. Vielleicht war es Ruder ausgeschaltet, der sieht schon ziemlich mitgenommen aus da.
lande mal, aber kein vernünftiger Treffer. Mittlerweile bewegt er wieder sein Schiff, der Spieler. Da hat sie nur noch 1500 HP, die Omaha. Das soll der auch nicht überstehen dürfe. Ah, es reicht nicht. 240, 80 HP. Und er hatte Nuckelpuff. Nuckelpuff, ja, heißt halt so. Nuckelpuff hat hier zerstört, die Omaha. Ja, mittlerweile hält der Gegner immer noch 2 Punkte. Während mir nur Punkt A Halle und der ist auch in Gefahr, wie ich gerade sehe. Und da haben wir eine weitere Isokase vom Gegner. Ja, wir bräuchten mal langsam Punkt B. Merlin nehme ich. Hinne. Merlin hinne und brauche eigentlich einen Punkt. Also ich fahre jetzt Richtung B. Wenn sonst keiner hinfahren kann, muss ich es halt machen. Ja, wunderbar. Letzte Isokase vom Gegner auch zerstört. Der Gegner hat keine Zerstörer mehr. Da dafür immer noch den Träger, der jetzt in meine Richtung da 2 Torpedobomber-Staffeln schickt. Und da haben wir schon mal die Staffel fokussiert mit dem Abwehrfeuer. Und ja, da haben wir leider ein Torpedo-Upgrade. Und da kommt noch eine Staffel, da reparieren wir mal nicht, weil vielleicht kriegen wir ja noch einen Treffer ab. So, das geht zum Glück gut. Und gleich noch Bombe hinterher. Da greift der kombiniert an. Gucken wir da hin, der weiß genau, was er macht, der Kollege. Und jetzt können wir auch reparieren. Es ist ein Dindi ja weg. Man darf nicht immer gleich vorschnell reparieren. Vielleicht brauchen wir die Reparatur dann noch, deswegen immer ein bisschen an gleich denke, als an jetzt. So, da haben wir eine Phoenix vom Gegner. Trifft doch was von meinem Schuss? Ne, leider nicht. Hat er sich schön rausmanövriert. So muss man das machen. Wie der Gegner das gerade vorgeführt hat, genau so muss man das machen. Ja, da kommt schon wieder Staffel Torpedobomber in meine Richtung. Oder? Wo fliegt der hin? Ja, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Nur noch 2,4 Kilometer. Schmeißt er. Und da hat er schon geschmissen. Ja, erwische mal wieder Torpedo. Ja, das kann ich machen. Ja, ist man halt weitgehend machtlos, wenn man da nicht jemand an seiner Seite hat, der einen da in der Luftabwehr unterstützt. Und da haben wir die. Da haben wir die Kawachi. Natürlich Kawachi typisch langsam unterwegs. Hat jetzt gerade geschossen, schießt auch woanders dahin. Vielleicht können wir da was ausrichten gegen die Kawachi. Ja, schöner Treffer. Schöner Treffer auf die Kawachi. Jawohl. Jetzt sind wir aber in Schussreichweite von der Phoenix. Deswegen können wir jetzt nicht mehr so fahren, wie wir wollen. Wegfahren können wir der Phoenix aber auch nicht. Aber dafür können wir vielleicht die Kawachi rausnehmen jetzt. Die Kawachi versenke, das ist das nächste Ziel. Und dann hätte Gegner nur noch 3 Schiffe im Spiel, nämlich den Träger und ein Schlachtschiff. Und da ist schon ein Gegner, ist er schon gefallen, die Kawachi, gut, ja. Da ist es schon gefallen. Unser Nuckelpuff hat sie rausgenommen, jawohl. Na, jetzt haben wir immer noch die dummen Phoenix-Anhänger. Der kann uns natürlich doch immer weiter eiern, wir können relativ wenig Gehe mache. So, schieße AP auf die Phoenix, weil wenn man da Zitadelle-Treffer landet, können wir sie auch mit einer Salve rausnehmen, aber das ist natürlich bei so einer katastrophalen Streuweite wie der Wyoming ist das immer so Glücksziel, auch auf 9,5 Kilometer. Da, ich, ja. Ja. Also ich brauchte unbedingt Hilfe.
suchen wir mal der Phönix so, so das kleinste Ziel zu bieten. Auf die Art und Weise können wir viele Treffer verhindern, denke ich mal. Wir können ja nur alle 30 Sekunden da feuern. Ja, da haben wir wieder zweimal getroffen, aber das bringt ja nichts, wenn wir da nur Minimalschade machen jedes Mal. Wir brauchen ja anständiger Treffer. So, da kommt der Zerstörer, kommt uns zur Hilfe, der Nuckelpuff kommt und unterstützt mich da, geht die Phönix. Wenn man in der Phönix gut fährt, dann kann man so ein Schlachtschiff wie mich, kann man eigentlich locker, ohne Probleme, egal wann, wie, wo, immer versenke. Und vielleicht schafft er das auch, der Kollege in der Phönix. Jetzt brenne mal wieder, können nicht reparieren. Und noch hätten Nuckelpuffer Angriff auf die Omaha, auf die Phönix. Gehen aber alle 6 Torpedos vorbei und kriegt jetzt selber Probleme mit der Phönix. Die Phönix ist natürlich auch super, wirklich super Zerstörer, Jäger. Ja, da hatte Nuckelpuff bös und bitter bezahlt mit fast 8000 HP Verlust. Zieht er sich hier aus dem Konflikt und die Phönix hat gar nichts abgelegt. So, irgendwann treffen wir dich. Das darf nur nicht so spät passieren, sonst und haben wir wieder Luftangriff gehabt von der Bomberstaffel. Ja, mittlerweile führen wir halt 2 Punkte, Gegner nur noch 1 Punkt. Wir führen punktezahlmäßig, jetzt brauchen wir Abschuss. Wir brauchen unbedingt den Abschuss, damit man da mal Signal setzt und der Gegner entmutigt wird. Aber mit Treffer 11 war nicht gescheit. Jawohl, jetzt hatten wir doch ein ziemlich guter Treffer auf die Phönix. Können wir da nochmal schießen? Nee, das sieht nicht so aus, können wir nicht mehr schießen. Aber wir haben die Phönix in Brand gesteckt. Und das wäre klasse, wenn der jetzt runterbrennen geht. Vielleicht kann er gar nicht mehr reparieren. Hat er nur noch 2000 HP. 1700. 1200. Hat er nur noch 1200. Ja. 700. Oder war das nur noch 70? Ja? Da haben wir ihn zerstört. Ja, Phönix. Jetzt hast du die Quittung und die Rechnung gerät. So, wie steht's dann? 735 zu 630. Und wir haben noch 3 Schlachtschiffe im Spiel. Der Gegner aber immer noch den Träger. Und die Miyuki. Ja, leider kann die Miyuki fast 1,3 Kilometer, denke ich, weiter schieße als mir es könne, wenn sie ausgebaut ist. Denke ich, hat die höhere Reichweite. Und das ist schon eine Watt. 1,3 Kilometer ist viel. So, da ist irgendwo der Träger, ist da auf H10 irgendwo. H10, I10, J10. Und die Miyuki, war doch eben offen. So. Ich denke mal, das Beste, was wir jetzt machen können, ist C in Nimme. Ist C in Nimme, genau. Was soll ich hier dem Träger hinterherfahren? Das geht sowieso nur in die Hose. Das geht für Schlachtschiffe meistens in die Hose. Man sollte nicht. Ja, und da hat sich der nächste Kollege verabschiedet, ist versenkt worden. Bleibe nur noch ich und die South Carolina. So, ich schreibe dem mal, dass man zum besten zusammen nur C fahre. Okay, schreibt er. Noch C. Genau, so machen wir es auch. Xerxes. Oder Xerxes, oder wie der heißt. Xerxes 50. Ja. Ja, wo soll man sonst hinfahren? Wir nehmen jetzt C ein und dann ist das Ding für uns geritzt.
You have heavy boat, ja. Genau, wir haben heavy boats. Ja, da kommt schon die nächste Torpedobomber-Staffel. Ist auch nichts Schlimmes. Dann markieren wir sie schon mal. Das war knapp. Da hat er auch sich kein Mühe gehabt. Da hat er sich kein Mühe gehabt, da mal gescheiter Anflug zu machen. Junge, wenn du doch weißt, dass ich eine bescheidene Luftabwehr habe, dann musst du das doch anders da angehen. Naja. Ja, es ist immer ein unheimlich großer Vorteil für ein Team, wenn man da einen Träger hat. Zumal so ein Träger wie die haben, die Zuyo, der eh schon vier Abschüsse hat. Also normalerweise auch wissen müsste, was er macht. So, jetzt sind wir schon in Reichweite von der Miyuki. Wir können aber selber. Doch, haben wir in Reichweite 12,8 Kilometer. So, fährt der oder steht der? Oder es ist immer so. Schlecht zu beurteilen, wenn man da keinen Fixpunkt hat am Horizont. Ist immer schwer zu beurteilen, ob ein Schiff fährt, schnell fährt, langsam fährt, überhaupt fährt. Das ist. Ja, genau, der ist langsamer als ich gedacht habe. Da dementsprechend Beschisse haben wir auch getroffen. Ja. So. Der Stumpan vor mir nimmt schon Punkt C ein, wird aber immer wieder gestört von der Miyuki. Jo, Torpedo coming, Storing. Ja. Steuerung ausgefallen vom College. Naja, das kann ich schon machen. So, nochmal Salve auf die Miyuki. Miyuki. Ah, jawohl, das war bessere Treffer. 8887. Und da haben wir Unterstützer gekriegt. Mit der Salve gab es da Unterstützer. Und da kommt die nächste Staffel an. So, Stingard, Spiel läuft nur noch 10 Sekunden. 987. Und dann, da haben wir mehr Punkte, haben wir das Spiel gewonnen. Jawohl, das wäre ja super. Genauso ist es. Wir haben das Spiel gewonnen. Das war ein anstrengendes Spiel. Es gab insgesamt 185.499 Credits, 5.940 Erfahrung, dank Dreifacherfahrung und 298 freie Erfahrung und die Auszeichnung Unterstützer. Wo stehen wir da? Ja, gucken wir mal an. Wir stehen auf dem ersten Platz. Hätte ich gar nicht gedacht. Und was haben wir dann da noch? Gratuliere dem Hellschieß. In der Omaha auch gut gespielt. Was haben wir an Schaden gemacht? Ja, 60.000, 61.000 rund haben wir an Schaden. 62.000 rund haben wir an Schaden gemacht. Das ist gar nicht verkehrt. Würde ich sagen. Ohne Hand für die Leistung Unterstützer kriegt. Ja. Das war nicht schlecht, das Spiel, muss ich sagen. Aber wenn die KPMO Schlachtschiff fährt, ist genau, was haben wir da kriegt? Equals Speed Charlie London. Jawohl, 10 Stück für die Unterstützer. Das ist wunderbar. Ja, wenn die KPMO mit dem Schlachtschiff fährt, ist es immer so. Gegner hatte Träger und mein Team hat nichts. Ja, das war's soweit zu meinem Let's Play heute mit der Wyoming. Ist hier nochmal glimpflich Ausgang, zum Glück. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit 10 Fakten und Kompaktinfos zum Schlachtschiff Gneisenau. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Euer Cap One, eure Kappa 1 aus der Pfalz. Macht's gut. Over and out.